Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst am dritten Advent. Welcome to our service on the third Advent. Let us start with the liturgy for our Advent wreath. Und wir singen das Lied Nummer 17, die Strophen 1 bis 3. Gracious God, we honor your name. Be with us on our journey to the manger. Help us, help those who are hungry for food or thirsty for water. Help us to share the bread and what we have with people in need. The bread, when broken, can feed many and help many. We light the third candle today, preparing our heart for the glorious love of your Son. Amen. Dann singen wir jetzt gleich noch ein Lied, Tochter Zion, freue dich. Das ist Nummer 13 im Gesangbuch, alle drei Strophen. See you.
Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Herr, du bist vormals gnädig gewesen deinem Lande und hast erlöst die Gefangenen Jakobs. Willst du uns denn nicht wieder erquicken, dass sich dein Volk über dich freuen kann? Es ist deine Hilfe nahe denen, die dich fürchten, dass in unserem Lande Ehre wohne, dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue. Amen. Lasst uns beten. Jesus Christus, unser Heiland und Erlöser, tröste uns, wenn wir verzagt sind. Zerstreue unseren Zweifel, wenn wir so wenig von deiner Macht wahrnehmen. Festige unseren Glauben und mach uns geduldig. Stir up the wills of your people, Lord God, and open your eyes to the words of your prophets, that we may testify your light, peace and love. Through your Holy Spirit that came into our world through your Son, Jesus Christ, our Savior and Lord. Amen. Die erste Lesung steht im 1. Korintherbrief im 4. Kapitel, die Verse 1 bis 5. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth. Dafür halte uns jedermann für Diener Christi und Haushalter über Gottes Geheimnisse. Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Mir aber ist's ein Geringes, dass ich von euch gerichtet werde oder von einem menschlichen Gericht. Auch richte ich mich selbst nicht. Ich bin mir zwar nichts bewusst, aber darin bin ich nicht gerechtfertigt. Der Herr ist aber, der mich richtet. Darum richtet nicht vor der Zeit, bis der Herr kommt, der auch ans Licht bringen wird, was im Finstern verborgen ist, und wird das Trachten der Herzen offenbar machen. Dann wird einem jeden von Gott sein Lob zuteil werden. Amen. The Gospel according to Luke 1:67-79. Zechariah's prophecy. John's father, Zechariah, was filled with the Holy Spirit and prophesied, "Let us praise the Lord, the God of Israel. He has come to the help of his people and has set them free. He has provided for us a mighty Savior, a descendant of his servant David. He promised through his holy prophets long ago that he would save us from our enemies, from the power of all those who hate us. He said he would show mercy to our ancestors and remember his sacred covenant with a solemn oath to our ancestor Abraham. He promised to rescue us from our enemies and allow us to serve him without fear, so that we might be holy and righteous before him all the days of our life. You, my child, will be called a prophet of the Most High God. You will go ahead of the Lord to prepare his road for him, to tell his people that they will be saved by having their sins forgiven. Our God is merciful and tender. He will cause the bright dawn of salvation to rise on us and to shine from heaven on all those who live in the dark shadow of death, to guide our steps into the path of peace." The Gospel of the Lord. Thanks be to God. Und gemeinsam wollen wir unseren christlichen Glauben bekennen.
Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir wollen uns wieder hinsetzen. Und schlagen das nächste Lied auf. Seht, die gute Zeit ist nah, Nummer 18 im Gesangbuch. Seht, die gute Zeit ist nah. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wir alle lieben Advents- und Weihnachtslieder und wir freuen uns, wenn wir sie singen können. Wir gehen gern zu Konzerten in dieser Zeit und freuen uns, wenn wir Lieder hören oder mitsingen können, die wir schon seit der Kindheit auswendig können. In diesem Jahr ist das alles etwas schwieriger und es fällt uns schwer, dass wir uns auch in dieser Richtung sehr einschränken müssen. Wissen Sie, wo die ersten Weihnachtslieder herkommen? Aus Europa? Frankreich? England oder Deutschland? Nein, die ersten Lieder gehen zurück bis zur Geburt Jesu. Sie stehen in der Bibel im Neuen Testament. Im ersten zwei Kapiteln vom Lukas-Evangelium finden wir vier Lieder, die mit der Weihnachtsgeschichte zusammengehören. In den ersten Jahrhunderten der christlichen Kirche wurde das Neue Testament ins Lateinische übersetzt. Und deshalb haben diese Lieder bis heute lateinische Titel. Der Titel des Liedes ist einfach der Anfang. Also zum Beispiel ist das ja heute auch noch öfter so, wenn wir singen, ihr Kinderlein kommet, dann ist die ersten zwei Worte von dem Lied ist auch der Titel. Und so war es damals auch schon. Und die vier Lieder aus der Bibel, die heißen Benedictus, das ist das Lied von Zacharias, was wir gerade gehört haben und über das wir heute nachdenken wollen. Dann kommt das Magnificat, das ist das Lied der Maria, das wir am ersten Advent
in Zusammenhang mit Hannah Abigails Taufe gehört haben. Dann kommt das Gloria in Excelsis, das Ehre sei Gott in der Höhe, das Lied der Engel in der Weihnachtsgeschichte. Und dann noch das Nunc Dimittis, das ist das Lied des Simeon, der Jesus als den Heiland erkennt, als seine Eltern ihn zum Tempel bringen. Ehe wir uns das Lied des Zacharias etwas genauer ansehen, wollen wir kurz darüber nachdenken, wie es zu diesem Lied kam. Zacharias war ein Priester in Jerusalem. Im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums hören wir, wie er im Allerheiligsten des Tempels mit einem Engel spricht. Der Engel spricht ihn an und kündigt ihm an, dass seine Frau Elisabeth einen Sohn zur Welt bringen wird. Dieser Sohn soll das Kommen des Messias ankündigen und Johannes genannt werden. Zacharias konnte sich nicht vorstellen, dass das alles geschehen könnte, wie es der Engel gesagt hat. Er fragt nach. Deshalb wurde er stumm und konnte erst wieder sprechen, als das Kind geboren war. Und er bestätigte, dass es wirklich Johannes heißen sollte. Als er merkt, dass er wieder sprechen kann, begann er Gott mit einem Lied zu loben und zu preisen. Der Titel des Liedes Benedictus means, oder das heißt, gepriesen sei der Herr. Zacharias Lied klingt wie ein Psalm oder wie Worte von Propheten aus dem Alten Testament. Als Priester kannte er die Psalmen und viele der Worte der Propheten sehr genau und konnte sie bestimmt sogar auswendig. Das ist der Grund, warum sein Lied so ähnlich klingt. Sein Lied spricht vom Vertrauen auf Gott, vom Warten und der Vorfreude auf den Messias. Jahrhundertelang haben Menschen auf den Messias gewartet. Und jetzt kommt die Zeit und sein Sohn Johannes soll ihn ankündigen. Er weiß, dass durch den Messias Licht in die dunkle Welt kommen wird. Er lobt und preist Gott und sagt: Dieses Licht des Retters leuchtet allen, die im Dunkeln sind, die im finstern Land des Todes leben. Es wird uns führen und leiten, dass wir den Weg des Friedens finden. Ein schönes Wort bis in unsere Zeit hinein. Die Propheten des Alten Testaments haben im Zusammenhang mit dem Messias schon vieles vorausgesagt. Zum Beispiel, dass er von Gott kommen wird, dass er von einer Jungfrau geboren wird und in Davids Stadt Bethlehem geboren werden wird. Der Messias wird auf dem Thron Davids sitzen und für immer regieren. Die Propheten sagten auch, dass Gott sein Volk erlösen wird und alle Nationen regieren wird. Und wir kennen die schönen Worte von Jesaja, die auch immer am Heiligabend gelesen werden. Er spricht von dem kommenden Erlöser als Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst. Zacharias zählt auf, wo in der Bibel schon das Kommen des Erlösers erwähnt wird. Und er beginnt bei Abraham. Er weiß, dass der Erlöser jetzt bald kommt und alle die Worte der Propheten wahr werden. Vielleicht hielt er den kleinen Sohn in seinen Armen. Vielleicht sang er das Lied für ihn, weil er ja schon wusste, dass er das Kommen des Herrn vorbereiten sollte. Bald würden alle Menschen den Messias sehen. Zacharias Lied spricht auch uns an, weil es sagt, dass Gottes Sohn zu allen Menschen kommen wird.
Gottes Retter wird kommen, uns aus der Macht der Feinde befreien, damit wir keine Furcht mehr haben müssen und unser Leben lang ihm dienen können, als Menschen, die ganz ihrem Gott gehören und tun, was er von ihnen verlangt. Das ist unsere Aufgabe bis heute, zu tun, was wir können, um Jesus nachzufolgen und Gott zu dienen. Das ist heute wichtig und das wird auch in Zukunft immer eine wichtige Aufgabe sein. Gottes Sohn ist der einzige Herr unseres Lebens. Ihm allein wollen wir dienen. Er hat eine höhere Position als jeder andere Mensch auf der Welt, als jeder, der Macht und Einfluss hat und über andere Menschen regiert. Wenn wir Gott dienen, dann sind wir auf dem richtigen Weg, egal in welcher Zeit wir leben. Es gab und gibt viele Möglichkeiten, Jesus nachzufolgen, und das wird immer so sein. Wenn wir Gott dienen, sind wir für andere da, und so machen wir es richtig. Unser Leben ist erfüllt, von Liebe geprägt, und wir verlieren uns nicht in den Nebensächlichkeiten unseres täglichen Lebens. Wir vergessen einfach nicht, was wichtig ist. Jesus möchte uns zu den Antworten führen, die wir brauchen. Warum lebe ich? Wohin führt mein Weg? Gott hat uns geschaffen und in diese Welt gestellt. Durch seinen Sohn sind wir erlöst von unseren Fehlern und Ängsten, auch von der Angst vor der Endgültigkeit des Todes. Wir machen es richtig und wir folgen Jesus nach, wenn wir Liebe und Frieden finden und weitergeben. In seinem Lied spricht Zacharias seinen kleinen Sohn an und erzählt ihm schon, was seine Aufgabe sein wird. Ich stelle mir wieder vor, dass er ihn in seinen Arm hält und ansieht und dann sagt: Und du, mein Kind, ein Prophet des Höchsten wirst du sein. Du wirst dem Herrn vorausgehen, um den Weg für ihn zu bahnen. Du wirst dem Volk des Herrn verkündigen, dass nun die versprochene Rettung kommt, weil Gott ihnen ihre Schuld vergeben will. Drei Voraussagen macht Zacharias für seinen Sohn. Du wirst ein Prophet Gottes sein. Du wirst den Weg des Retters vorbereiten. Und du wirst das Kommen des Retters ankündigen. Wir wissen, dass Johannes später den Beinamen der Täufer bekam und dass er genau diese Aufgaben erfüllte. Es war sein Auftrag, das Volk auf das Kommen des Heilandes vorzubereiten. Er war ein Prophet in der Wüste und predigte die Vergebung aller Schuld. Er taufte viele Menschen und half ihnen in der Vorbereitung des Messias, ein neues und besseres Leben anzufangen. Am Ende unseres Liedes spricht Zacharias über drei Dinge, die der Messias mitbringen wird. Gottes Retter wird Licht in die Dunkelheit bringen. Er wird Vergebung und somit Erlösung bringen. Und er wird uns führen und leiten, dass wir den Weg des Friedens finden. Heute wissen wir, dass Jesus das alles durch seine Geburt in unsere Welt gebracht hat. Er ist das Licht der Welt, das in jede Dunkelheit hineinstrahlt. Er hat uns erlöst und wir können uns an ihm orientieren. Und wenn wir das tun, dann können wir auch ein bisschen Licht zu anderen Menschen bringen. Das Lied des Zacharias und seine Prophezeiungen sind wahr geworden. Deshalb
singen wir gerne unsere Weihnachtslieder und bereiten uns auf die Geburt, aber auch auf das Kommen Jesu vor. Auch in diesem Jahr wollen wir dankbar sein über die Geburt Jesu und miteinander teilen, was wir von Jesus wissen. Wir laden Jesus ein, in unserem Herz zu wohnen und unseren Weg zu leiten. Wir beten, dass unsere Adventszeit und unsere Vorbereitung auf Weihnachten gesegnet sind und was, dass wir tun, was uns möglich ist, um das Licht Jesu weiterzugeben und anderen Freude zu bringen. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Und der Friede Gottes, der weiterreicht, als wir Menschen denken können, bewahre uns in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Das nächste Lied, was wir singen wollen, ist Stern über Bethlehem, Nummer 545, ganz hinten im Gesangbuch 545, die Strophen 1 bis 4. Aufstehen und miteinander und füreinander beten. Bitte antworten Sie mit: Erhöre uns. Jesus Christus, wir warten auf dich. Du bist der, der kommen soll. Von dir haben schon die Propheten gesprochen. Wir brauchen deine Liebe, deinen Frieden und deine Wegweisung in unserer Zeit. Wir bitten dich, erhöre uns. Jesus Christus, sieh auf deine Welt. Sieh die Mächtigen an. Bewege sie, damit sie ihrer Verantwortung gerecht werden, für den Frieden an all den Orten voller Gewalt, für die Gerechtigkeit in unserem Land und in den Ländern, mit denen wir Handel treiben. Bewege sie, damit sie ihrer Verantwortung gerecht werden, für die Bewahrung der Schöpfer und für die Schritte, den Klimawandel aufzuhalten. Bewege sie auch, in dieser Corona-Zeit richtige Entscheidungen zu treffen. Gib ihnen mutige und entschlossene Herzen. Wir bitten dich, erhöre uns. Jesus Christus, sieh auf alle Menschen in Not. Sieh die Kranken und Süchtigen. Sei bei allen, die im Krankenhaus sind. Und besonders beten wir für Trudi Wier
und Irene Graf. Sieh auf die, die auf der Straße leben. Sieh auf alle, die nicht genug zum Leben haben, auch in unserem Land. Heile sie, rette sie, richte sie auf, damit sie sich ihre Würde bewahren, Respekt genießen und satt werden. Gib allen Wärme und Glück. Wir bitten dich, erhöre uns. Jesus Christus, sieh auf deine Kirche. Sieh, wie wir uns bemühen, dich zu bezeugen. Sieh unsere Liebe zu dir und unseren Nächsten. Sieh auf unsere Kinder und Jugendlichen und jungen Erwachsenen und hilf ihnen, dass sie ein gutes, friedliches Leben führen können und dazu beitragen, dass sich etwas zum Besseren verändert. Sprich durch uns, damit deine Liebe sichtbar wird und dein Wort gehört wird. Schenke uns Einheit und Glauben. Wir bitten dich, erhöre uns. Jesus Christus, wenn du kommst, dann wird gerade, was krumm ist. Dann werden sich die Wege ebnen und die Welt wird endlich so, wie sie sein soll. Segne und behüte uns und unsere Lieben und lass uns immer neu den richtigen Weg finden. Amen. Gemeinsam beten wir in Deutsch oder Englisch. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face shine on you and be gracious to you. May the Lord look upon you with favor and give you peace. Gott segne uns und behüte uns. Und sei bei uns an jedem Tag, jetzt im Advent und immer. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und wir singen noch, segne und behüte.